Sie fragen, er antwortet. Frank Adamowicz, Deutschlands erfolgreichster Mannschaftstrainer, ehemaliger Nationaltrainer, Europacup-Sieger, Titleist Staff Player und Mitglied des Golf Total Pro Teams. Herzlich willkommen, liebe Golfer. Jetzt gibt es ja viele Arten von Bunker. Den grünen Bunker haben wir schon mal behandelt. Dann gibt es noch diese Fairway-Bunker. Was ist da gemeint? Ja, wie gesagt, das Golf ist ja sehr einfach und weil das Spiel so einfach ist, hat man auch nochmal die Sandgruben gebaut. Manchmal liegen die auch neben dem Fairway oder auch schon mal mittendrin im Fairway. Aber man muss noch eine relativ weite Strecke spielen. Jetzt muss ich hier nicht mit dem Sandwedge spielen, sondern ich will ja versuchen, irgendwie eine Meterzahl noch zu gewinnen. Ich habe mich mal für ein Eisen 7 hier entschieden. Man könnte fast noch mehr nehmen, wer sich das zutraut. Das ist natürlich immer eine Frage des Selbstvertrauens. Und ich versuche jetzt keinen Bunkerschlag im herkömmlichen Sinne zu spielen. Das heißt nicht vor dem Ball Sand und da schön durch, sondern den Ball so ganz knapp zu treffen, ganz sauber zu treffen, ohne fett zu schlagen. Und ich würde dadurch erreichen, noch eine ganze weite Strecke schlagen zu können. Was muss ich beachten? Zwei Kleinigkeiten. Den Schläger ein wenig kürzer greifen. Vielleicht so, dass Sie so einen Zentimeter bis zwei das Griffende aus den Händen hinten rausgucken lassen. Das ist das eine. Stand ganz normal, breiter Stand wie immer, Ball in die Mitte. So, und der zweite wichtige Punkt jetzt im Schwung, den finde ich noch mit am wichtigsten, ist, dass Sie sich darauf konzentrieren, dass Ihr Kopf oder Ihr Kinn wirklich oben bleibt im Schwung. Nicht, dass Sie im Schwung zusammenklappen, sondern wirklich den Kopf oben lassen, damit Sie ganz frei unten durchschwingen können. Aussehen könnte das folgendermaßen. Wow, da war ich ja selbst begeistert. Also, wenn Sie diese beiden Punkte beachten und mit Mut durchschlagen, gibt es solche Bälle. Es geht doch. Alle Videos können Sie auch auf unserer Website golftotal.de und unserem YouTube-Channel jederzeit und überall abrufen. Bitte beachten Sie auch unseren neu gestalteten Facebook-Auftritt von Golf Total. Freunde sind jederzeit herzlich willkommen.